Ciao, Bella. Und ich habe gar kein Auto. Es ist ein Elefantenrollschuh. Da fällt mir ein, mein Mo und ich entwickeln gerade den Opener für Laison. Der kommt dann ungefähr so. Und selbst Peter Schreiber schaut manchmal am Balkon vorbei. Und wir schauen jetzt erstmal in den zweiten Teil von Meet and Greet. Also, wir wollen jetzt die Betty suchen. Das ist die Mama von der Tante mit der scharfen Kante. Und da ist die Tante mit der scharfen Kante. Das ist der Papa von der scharfen Kante. Von der Bianca. Ja, der. Katz, was suchen wir? Da hinten ist was Pinkes. Ist sie pink? Betty? Haben Sie Betty gesehen? Betty? Hat jemand Betty gesehen? Betty? Wissen Sie, wo Betty ist? Weiß jemand überhaupt, wer Betty ist? Betty, wo bist du? Kannst du uns hören? Betty? Ist hier Betty dabei? Kennt ihr Betty? Habt ihr Betty gesehen? Warte, was jemand? Ich hab ihr Gesicht. Danke! Nein, der ist überhaupt nicht auf dem Schirm. Aua! So, meine Lieben, wir sollen jetzt einmal vorne zum Treffen. Wir gucken mal, was passiert. Ich weiß gar nicht, ob da vorne schon jemand ist. Wir schauen mal. Hallo. Servus. Volles Haus hier in der Küche. So, sind Sie bereit für unseren super freaking Leon Schreiber? Hallo, Ayone. Für Mia Pula. Bianca. Katz, wann hast du die Entscheidung getroffen, beim großen Buffy mitzumachen? Das habe ich selber nicht entschieden, das hat mir auch Freund entschieden. Mochte die nicht auf die Welt kommen? Hallo. Hallo. Wer ist denn der strengere Juror, die strengere Jurorin gewesen? Der Christian oder die Betty? Das kann ich ja gar nicht so genau sagen, ich war viel zu schnell wieder draußen. Nein, ich Spaß bei sein, lass mich mal überlegen. Bianca, stell dich bereit für einen Abschiedskuss. Und weil meist alle guten Dinge drei sind, gibt es nächste Woche noch einen Nachschlag. Jetzt aber. Oft angefangen und doch nicht umgesetzt. Aber nie war mehr Anfang als jetzt. Deswegen hier ein neuer Einblick bei Behind the Scene. Einmal Ching-Ching machen. Die ganze Woche habe ich mich schon vom Kopf her drauf vorbereitet. Und jetzt ist es endlich soweit. Zwei technische Prüfungen sind noch offen von diesem Jahr. Und um eine kümmere ich mich jetzt. Die Königsdisziplin. Sagt Hallo, jetzt zur Macaron-Torte bei. Backen wie ein Zelt. So, meine Lieben, ich starte durch mit meinen allerersten Macarons in meinem Leben und nehme euch mit auf diese spannende Reise. Als allererstes für die Himbeer-Ganache-Kuvertüre schmelzen und jetzt kommen diverse Himbeerartikel zusammen, unter anderem auch Vitamin C, damit es ein bisschen auf der Zunge kribbelt und das Ganze jetzt genau auf 90 Grad erhitzen. Dann mixen wir die Kuvertüre vorsichtig hinunter und jetzt kommt die kalte Butter mit dem Pürierstab unter das ganze Gemeng und vorsichtig hier bitte keine Luft unterrühren. Die schmeckt schon mal sensationell. Kommt jetzt, hat ganz gut abgedichtet, damit keine Haut entsteht, eine Stunde in den Froster und dann in den Kühlschrank umpacken. Und jetzt wird spannend, die Macaron-Masse.
Ich benutze kein Original Tampotan, sondern nehme die Hälfte davon Mandelmehl und die andere Hälfte mit Puderzucker. Und die Hälfte vom Eiweiß kommt dann auch noch hinzu. Und jetzt soll das eine Marzipan-ähnliche Masse werden. Genau so. Und jetzt kommt die Farbe mit rein. Ich weiß, im Zelt war ein Pastellgelb gefragt. Aber Leute, mal ganz ehrlich, ich kann doch nicht meine ersten Makarons in meinem Leben in Gelb machen. Deswegen werden sie pink. So, und jetzt wird es auch ganz wichtig. Eine Zuckerwassermasse muss jetzt für den Eischnee, den ihr nur halb aufschlacht, auf eine exakte Temperatur von 130 Grad gebracht werden. Das ist ganz wichtig. Und jetzt in dünnen Streifen sozusagen das Eiweiß fertig aufschlagen mit dieser Zuckermasse. Und dann wird das eben so eine ganz klebrige, stehende, super Eischneemasse. Und davon nehmen wir jetzt dann, wenn die fertig ist, die muss übrigens noch runtergekühlt werden, mache ich gerne mit kaltem Wasser, aber davon nehmen wir jetzt halt ein Drittel und heben das in die Makaronmasse jetzt mit rein, damit das sich schon so ein bisschen auflockert. Und dann mache ich das Stück für Stück, dass ich eben diesen Eischnee jetzt mit unterhebe, damit das eine schöne Konsistenz gibt, damit das schön cremig wird, damit sozusagen die Masse dann auch spritzfähig ist. Das wird dann jetzt in den Tüll aufgefüllt. Und dann werden das zwei solche Kreise a 15 cm Durchmesser. Und dann brauche ich natürlich noch Makarons für außenrum. Und die restliche Masse spritze ich mir natürlich dann auch noch für Makarons auf. Und jetzt ab in den Ofen. Und das Wichtige, es geschieht, ich flippe aus, kleine Füßchen entwickeln sich unten. So, dann haben wir das Wichtigste geschafft. Jetzt die Ganache erstmal aus dem Kühlschrank holen, 15 Minuten an die Zimmertemperatur gewöhnen lassen und dann ein bisschen mit dem Schneebesen eben so aufschlagen, damit das alles schön eine Konsistenz ist, eine cremige, und dann wieder in den Tüll hineinfüllen. So, und hier sollen jetzt ca. 3 cm Höhe von dieser Ganache aufgespritzt werden. Und dann kommt der zweite Deckel oben drauf und ja, mit einem Spatel mache ich mir das ein bisschen rund und drücke dann von oben nochmal drauf, damit ich die Masse habe, um die Makarons jetzt draußen anzupassen. Genau. Und das Topping, weil ich eben jetzt hier auch pink habe, habe ich auch ein bisschen anders da gewählt. Habe den Makaron oben drauf gesetzt und dann noch kleine Deko-Elemente. Aber jetzt, meine Lieben, kommt der spannende Moment. Ihr wisst ja, ich liebe den Anschnitt und das kruschelt und kruschelt. Und oh, geil, ich habe mich so drauf gefreut und jetzt... sensationell. I love this Makaron-Torte. Ja, und jetzt sind sie fertig, meine ersten Makarons. Jetzt ist alles auf meinem Balkon hier so nicey, aber oft auch einsam. Deswegen geht's nächste Woche auch wieder raus. Genauer gesagt nach Stuttgart zur Messe. Denn ab Donnerstag startet die Backmesse in Stuttgart. Freitag treffen die ersten Backfreunde bereits ein. Und ab Samstag bin ich mit allen anderen dann am Start. Von Interviews bis Autogrammstunde ist alles mitvertreten. Und ihr dürft sogar mit uns eine technische Prüfung bestreiten. Katz hat den Masterpiece in Weihnachtsoptik bereits am Start. Und dass es nicht langweilig wird, dafür bin ich zuständig. Die erste Challenge startet am Samstag um 11 Uhr auf der Cake-It-Bühne Ebene 1. Und alles endet am Sonntag um 15.30 Uhr mit einem Interview auf der Showbühne. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch, der mit am Start ist. So, meine Lieben, das war's auch schon wieder für heute. Als letztes wünsche ich dir einen guten Start in die Woche. Sag mal, spürst du das? Seid ihr mit am Start? Nur hier mit mir, mit Lesson. Und dann geht's auch schon mit großen Schritten auf. Jingle Bells, Jingle Bells, zu! Und bei den Kommentaren dürft ihr alles reinschreiben, was euch interessiert. Chin Chin! Euer Lelelejo. Euer Lelelejo.